das Bildung- und Begegnungszentrum für jüdisch-christliche Geschichte und Kultur in Reichenbach im Vogtland. Park der Generationen. Ausgelegt mit Wanderwegen. Spieleinrichtungen für Kinder. Aussagekräftigen Skulpturen für Kunst- und Kulturliebhaber. Eine Freilichtbühne und Konferenz- und Ausstellungshallen. Ist der Park in der Tat ein Ort der Bildung und Begegnung für die Generationen. Hier kommen Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern an die frische Luft und genießen die Möglichkeiten, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die generationsübergreifend von Bedeutung sind. Dass Israel eine dieser Themen ist, bestreitet keiner. Die Augen der Welt sind immer wieder auf dieses kleine Land und sein Volk gerichtet. Und das in einem Maß, das in keinem Vergleich mit seiner Größe steht. Wie ist das zu erklären? Mein Name ist Lothar Klein. Ich bin Vorsitzender der Sächsischen Israelfreunde und CDU-Stadtrat in der Landeshauptstadt Dresden. Wir befinden uns hier auf dem Gelände der ehemaligen Sächsischen Landesgartenschau in Reichenbach im Vogtland. Hier in diesem Gebäude in der Nachbarschaft wollen wir eine Ausstellung einbringen über jüdische Kultur und Geschichte, um die Menschen aufzuklären über das, was Judentum bedeutet hat, was Israel bedeutet heute. Die Sächsischen Israelfreunde wollen die Geschichte unserer christlich-jüdischen Wurzeln anhand einer Ausstellung maßgetreue Modelle der Stiftshütte und der beiden Tempel in Jerusalem plastisch und nachvollziehbar darstellen. Auf dem bodenständigen Fundament der Bibel, des Alten wie auch des Neuen Testaments, soll die Ausstellung den Besuchern Einsicht in die jüdisch-christliche Geschichte und Kultur bis in die heutige Zeit hinein verleihen. Also das alles geht zurück auf 1993. Da hatten wir in Sachsen eine Ausstellung gehabt und Zentrum dieser Ausstellung war die Stiftshütte. Die Stiftshütte des alten Volkes Israel, das erste tragbare Wanderheiligtum der Israeliten. In Originalgröße haben wir damals ausgestellt. Und zu dieser Ausstellung kamen innerhalb von einem Vierteljahr fast 70.000 Leute. Und seitdem beschäftigt uns schon stark der Gedanke, so eine Ausstellung zu wiederholen. Das Thema Israel ist genauso wichtig für Kinder und Jugendliche wie für die, die sich noch mit den Folgen des Holocaust des Zweiten Weltkrieges auseinandersetzen müssen. Gesunde und auf gute Informationen basierte Völkerverständigung in jungen Jahren macht zukünftigem Hass und Missverständnissen einen Strich durch die Rechnung. Wir haben Matthias Hampel, Bauer der Ausstellungsmodelle, gefragt, was ihn dazu bewegt hat, sich dem maßgetreuen Nachbau dieser biblischen Bauwerke zu widmen. Ursprünglich war ich der Meinung, dass die Stiftshütte das eigentliche Modell ist, wo Gott sozusagen dem Volk Israel deutlich macht, wie das Verhältnis zwischen ihm und dem Volk, zwischen ihm und den Menschen besteht. Ich habe ursprünglich Goldschmied gelernt und später bin ich Gemeindepädagoge geworden. Und ich habe immer Wert auf Anschauung gelegt. Die Kinder müssen was sehen und was begreifen können. Und so habe ich angefangen, Modelle zu bauen, um den Kindern was zu zeigen. Das Größte ist noch in Arbeit. Das ist der Tempel aus der Zeit Jesu, der herodianische Tempel, im Maßstab 1 zu 100. Ich habe den gleichen Tempel auch 1 zu 500 gebaut, um einen Überblick zu geben. Und an dem großen Tempel möchte ich gerne Details deutlich machen. Der wird 6 Meter lang sein und 4 Meter breit. Ja, wir wollen diese Modelle hier aufbauen, um es dann auch besonders Schulklassen zu zeigen und ihnen eigentlich die Grundlage des Glaubens deutlich zu machen. Oft vergessen wir ja auch, welche Wurzeln wir haben, dass wir gerade im Judentum und auch im Alten Testament unsere Wurzeln haben. Und so kann man auch vieles von Jesus her erst richtig verstehen, wenn wir auch das Alte Testament richtig verstanden haben. Park der Generationen in Reichenbach im Vogtland. Ein passender Ort für das neue Bildungs- und Begegnungszentrum für jüdisch-christliche Geschichte und Kultur. Johannes Gerloff, christlicher Pressekorrespondent und Journalist, lebt mit seiner Ehefrau und 5 Kindern seit etwa 10 Jahren in Israel.
Die Familie Gerloff hat sich in die israelische Kultur integriert. Also ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir gerade in puncto Nahost viel mehr Informationen bekommen. Ich sehe das ganz große Problem in Deutschland, dass wir ganz oft zuerst die Meinung haben, wissen, was schwarz, was weiß ist, und dann praktisch händeringend danach suchen, diese Meinung zu rechtfertigen. Ich denke, wir müssten da viel offener kommen. Infos, Infos, Infos und dann vielleicht auch mal Ratlosigkeit stehen lassen und dann anhand von klaren Werten zu Meinungen kommen. Und ich denke, da könnte so ein Bildungszentrum sehr, sehr hilfreich sein. Ein Ort der Begegnung und die Auseinandersetzung. Menschen gehen aufeinander zu, anonym, ohne rassistische, religiöse, nationalistische oder ideologische Vorurteile. Mensch zu Mensch im klaren Gespräch. Ich denke ganz oft, was vor allem auffällt, ist, dass die Komplexe auf deutscher Seite viel, viel größer sind als die Vorbehalte oder Verletzungen auf der israelischen Seite. Die Israelis wünschen sich heute eine gelassene, kritische, aufeinander zugehende Beziehung miteinander. Wo man, also dieser Satz zum Beispiel, warum darf man Israel nicht kritisieren, der taucht hier in Deutschland auf, das hat mir in Israel noch niemand verboten. Wo die Israelis allergisch sind, ist, wenn es eine inkompetente Kritik ist. Wenn es die Kritik ist, die aus Vorurteilen kommt, wenn es die Kritik ist, die vorgefasste Meinung hat und nicht mehr bereit ist, zuzuhören und tatsächlich eine Situation verstehen zu wollen. Und von daher denke ich, dass es, noch einmal, dass es sehr, sehr wichtig ist, Infos zuhören und dann kritisch sich damit auseinandersetzen. Und da sehe ich in der Beziehung zwischen Israelis und Deutschen also Riesenchancen, wenn wir bereit sind, uns hinterfragen zu lassen und auch mal richtig zu diskutieren. Wir wollen im nächsten Jahr hier starten mit den Ausstellungen und ich lade alle, die am Thema Judentum und Israel interessiert sind, aber auch alle, die ein Informationsdefizit haben, herzlich gern hierher ein, um sich zu informieren. Ja, ich möchte Sie ganz herzlich einladen, diese Ausstellung anzuschauen. Und gerade auch der Tempel und die Stiftshütte ist eine Einladung, zu Gott zu kommen. Und es wird der Weg gezeigt, wie das möglich ist. Wir reden in Deutschland sehr, sehr viel über Werte. Die Politiker führen das ständig im Munde und viele andere auch. Und wenn man aber mal hinterfragt, was diese Werte sind und wo sie denn herkommen, dann bekommen wir nur sehr, sehr dünne Antworten. Wenn wir auf den Wurzeln des Christentums und des Judentums stehen, dann kommen diese Werte aus dem Gesetz des alten Volkes Israel. Man nennt dies die 10 Gebote. Und wenn es darum geht, die 10 Gebote, den Wertekanon aller gut funktionierenden Staaten den Leuten darzustellen, dann kann man das am besten, indem man über die Geschichte und die Entwicklung des Ganzen informiert. Und genau das wollen wir in diesem Zentrum tun. Und dafür laden wir Sie alle herzlich ein. Ich würde einfach sagen, kommt und seht, seid neugierig, seid kritisch, seid wissensdurstig. Bringt das ein, was euch durch den Kopf geht. Zieht euch nicht kritisch zurück, diskussionsscheu, sondern kommt und bringt, was ihr könnt. Davon lebt sowas. Das Bildungs- und Begegnungszentrum soll im Rahmen der 16. Sächsischen Israel-Konferenz vom 17. bis 20. Mai 2012 offiziell eröffnet werden. Bis dorthin ist jede Unterstützung herzlich willkommen.